Hooray, vielen Dank. Hey, wir haben Ton. Das war jetzt quasi die Pre-Show, Podcaster kennen das. Ja, hallo, erstmal schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind hier heute da, weil es ja gute Tradition ist, dass bei der Republika oder eben jetzt bei der Media Convention auch die ein bisschen vernachlässigte Schwester oder Verwandte der Blogs eine Bühne bekommt, nämlich die Podcasts. Und da das immer durch eine Personifikation stattfindet, haben wir uns gedacht, mit jeder Tradition muss man auch mal brechen. Und dieses Jahr halten wir also einen Grundlagenvortrag dazu, neben dem, der natürlich schon heute Nachmittag gelaufen ist. Und damit es hier nicht in Ehekrisen ausbricht, haben wir uns ein bisschen was vorgeschrieben. Wir hoffen, dass wir es nicht brauchen. Und ihr fragt euch vielleicht auch, was wollen die jetzt eigentlich mit diesem etwas prophetischen Podcast, mit diesem etwas prophetischen Vortragstitel von mir, was Podcasts von der Zukunft lernen können? Dazu muss man sagen, es gibt einige Debatten, von denen wir grundgenervt sind. Das sind welche, die sehr stark zugespitzt sind, ob gewollt oder ungewollt, bei der Befindlichkeiten aufkommen, die alle in falsche Richtungen lenken und wo Gemeinsamkeiten dann einfach in den Hintergrund gespielt werden. Tumult herrscht in der deutschen Podcast-Szene. Wenn man ein Bullshit-Bingo aufbringen würde, was gerade so diskutiert wird, käme man in etwa so zu diesem Begrifflichkeitsraum. Nische, Gender, Kommerz, Elitär, USA, Serial fehlt ja eigentlich. Das ist so das, was man, wo man jetzt schon mal Bingo schreien könnte. Also was, als ob man keine anderen Sorgen hätte. Wie auch immer, wir befinden uns in einem Richtungsstreit und wir haben mal versucht, so die Hauptantagonisten ein bisschen schematisch zu identifizieren. Und im Kern sind es wohl drei Lager. Das ist einmal das Hashtag Team Laber Podcast, das versucht hat, einen etwas despektierlichen Begriff zu spinnen und sich zu eigen zu machen und die jetzt wiederum böserweise als der Status Quo-Bewahrer gekennzeichnet werden. Es gibt dann die jungen Wilden, vielleicht an Jahren gar nicht so jung. Wir haben sie jetzt hier mal Professionalisierer genannt. Die sind der Meinung, dass dieses, wir sitzen einfach nur um einen Tisch rum und reden in der Mikrofon, vielleicht auf Dauer nicht der Wahrheit letzter Schluss ist. Sie fordern mehr Formate ein, sie fordern eine Professionalisierung in Bezug auf, wie generell mit Klang umgegangen wird. Sie wollen mehr Raum für Experimente haben. Und dann gibt es da noch die auch gerne Zweitverwerter genannten, die öffentlich-rechtlichen Radioproduktionen, professionelle Radioproduktionen, die dann irgendwann ein zweites Leben als Podcast beginnen und dann so auch etwas der Vorwurf, relativ starke Präsenz bekommen und den unabhängigen Produktionen die Sichtbarkeit nehmen. Vorwurf, nicht unsere These. Genau. Wir halten, so viel kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen und das wird so ein bisschen der Spirit des Vortrags sein, diese Lagerbildung und die damit ausgetragenen Konflikte für hochgradig überflüssig und kontraproduktiv. Wir fänden es viel spannender, einen gemeinsamen Blick mal in die Zukunft zu werfen. Was sind eigentlich generell Trends, denen die Medien unterworfen sind und was wären Strategien, um in der Zukunft gut dazustehen und gemeinsam nebeneinander, obwohl man so verschieden ist, in eine glorreiche Zukunft zu kommen. Und wir probieren euch das ein bisschen mit unseren Prognosen zu vereinen und mal einen Check zu machen, wo wir da jetzt eigentlich stehen. Und eine erste Prognose ist schon mal, dass die Grenze oder der Spalt nicht zwischen Laber-Podcasts und Hochglanzproduktionen verläuft, sondern ganz grundsätzlich zwischen guten und schlechten Hörbeiträgen. Und jetzt ist es aber mit den Prognosen ja so ein Ding. Genau, weil Prognosen sind problematisch, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Von daher zunächst einmal der Blick zurück. Und an der Stelle ist es dann ja immer so eine gute Tradition, die Referenz an einen Patron der Podcasterinnen zu bringen, nämlich Bertolt Brecht und seine Radiotheorie. Und wir haben uns gedacht, warum sollten wir denn da jetzt eine Ausnahme machen, wenn es doch gute Tradition ist? Ja, auf der anderen Seite dachten wir uns auch, wir riskieren jetzt mal richtig was, gehen richtig nach vorne und zitieren nicht einfach nur seinen klassischen Spruch, sondern wir lesen einfach mal das Werk, aus dem da immer zitiert wird. Das heißt also, wir haben uns mal die Mühe gemacht und jetzt mal wirklich diese Radiotheorie uns angeschaut. Das ist insofern ganz hilfreich, als dass man beispielsweise sehr schnell merkt, dass dieser klassische Satz von ihm, gewissermaßen das Urcredo des Podcastings, jeder Empfänger soll auch zum Sender werden, bei Brecht schlicht und ergreifend nirgendwo auftaucht.
Wenn man also bei Brecht die einschlägigen Texte sich anschaut, dann wird man dazu kommen, dass es ihm eigentlich um was anderes ging, anstatt jedem ein Mikrofon in die Hand zu drücken, sondern es ging eigentlich darum, den damals sehr jungen Rundfunk von einem Distributionsapparat von oben nach unten zu verwandeln in einen Kommunikationsapparat. Das heißt also, Feedbackschleifen einzubringen und das Ganze also auf eine breitere Basis zu stellen. Aber nicht zwangsläufig jeder muss senden. Das heißt also, ihm war es wichtig, die Rezipienten und die Produzenten in eine Beziehung zu setzen. Nichtsdestotrotz, dieser Spruch, den ich eben gesagt hatte, mit jeder Empfänger soll auch Sender sein, den gibt es durchaus. Den hat Hans Magnus Enzensberger 50 Jahre später nach Brecht, aber auch in direktem Bezug auf Brecht, in seinem Medienbaukasten formuliert. Dort finden wir also dann wirklich genau wortwörtlich die Formulierung, jeder Empfänger ein potenzieller Sender. Ansonsten baut Enzensberger das im Wesentlichen ja so auf, links quasi das alte Establishment der Medien und rechts quasi der Gegenentwurf, wie er ihn sich vorstellt. Sowohl Brecht als auch Enzensberger sind sicherlich beide insofern völlig konform, als dass sie sagen, Medien und damals halt das Radio solle ein Emanzipationsmedium sein. Das heißt also ein Medium, was es ermöglicht, eine Themen auf die Agenda zu bringen und in einer Art und Weise zu diskutieren, wie das mit den klassischen Produktionsprozessen von Medien nicht erfolgen kann. Hannah Arendt hat diesen Gedanken sicherlich überhaupt nicht in Bezug auf Radio einen sehr schönen Begriff gegeben, nämlich Erscheinungsraum. Und wie es der Zufall so will, gibt es in unserem kleinen Podcast-Universum einen Podcast, der genauso heißt, von Katrin Rönnecke. Die habt ihr heute Mittag schon gesehen. Kann ich sehr empfehlen, wunderbares Logo, wunderbarer Podcast und gewissermaßen Erscheinungsraum ist das, was ich finde, so das Destillat ist von dem, was Podcasting eigentlich ausmacht. Und ja, ansonsten nochmal zurück zu Enzensberger. Wenn man sich die Liste nochmal in anderen Bereichen anguckt, dann sieht man, das hat auch durchaus was mit Infrastruktur zu tun, von der spricht auch schon Brecht. Und hier können wir sicherlich festhalten, dass es im Bereich der Infrastruktur einen ganzen Zoo an unterschiedlichen technologischen Möglichkeiten gibt, um Podcasts besser zu machen. Also eine Ermächtigungsinfrastruktur, so würde ich das mal nennen. Und um hier mal ein paar Beispiele jetzt noch rauszugreifen, das Sendegate zum Beispiel, das sich erst im letzten Jahr gegründet hat, im Dezember war es, glaube ich, hat mittlerweile 110 angemeldete Nutzer. Und 110 Teilnehmer hatten wir am Wochenende, aber dazu mehr. 500 angemeldete Nutzer, 70 davon gucken wirklich jeden Tag auf dieses Forum drauf. Im Jahr 2015 und zwar in ein Internetforum, was ja doch so gefühlt der uncoolste Ort sein würde, wo man sich eigentlich im Internet rumtrollen sollte. Zeigt, glaube ich, zum einen, dass Podcaster schon ein sehr launiges Völkchen sind, zum anderen aber auch, dass man keine Technologie voreilig totschreden sollte. Und was machen die da? Die tauschen sich aus. Die tauschen sich über ihr gesamtes Wirken aus, sei es Technik, sei es Inhalte konzipieren oder was auch immer. Und das machen die nicht nur dort, das machen die auch noch im analogen Raum. Die treffen sich sogar, wie jetzt gerade an diesem Wochenende wieder geschehen, zum 5. Podlove Podcaster Workshop, wo wir tatsächlich 110 angemeldete Teilnehmer hatten und dann nochmal auf die Zahl zurückkommen. Und da machen die auch nichts anderes, als sich gegenseitig zu inspirieren, Wissen zu tauschen und hinterher wieder ziemlich coole Sachen dann daraus zu produzieren und rauszubringen. Gut, wir haben jetzt so ein paar Zahlen gehört, 500 Leute im Forum, 100 Leute hier auf dem Event letztes Wochenende. Das hört sich vielleicht mehr oder weniger eindrucksvoll an. Wenn man das natürlich mal ein bisschen gegenkoppelt und so einen kleinen Realitätscheck macht, wie es anderswo aussieht, auch nicht lange her. Das hier sind die Video Days, das heißt also, das sind die YouTuber. Ja? Bei denen sieht ein Event dann so aus. Ich nehme da eine gewisse Differenz jetzt wahr. Die nehme ich jetzt auch hier gerade wahr, also ohne euch jetzt zu marginalisieren, aber... auch das, ja. Auch was die einzelnen Klickzahlen angeht oder Abrufzahlen, sieht man also, die erreichen durchaus schon mal so die Millionenmarke, wohingegen wir sehr, sehr froh sind, wenn wir in die Tausender- oder Zehntausender-Regionen vorschreiten können. Ich glaube, dass dieser Vergleich, der häufig gezogen wird, und zwar häufig dann jeweils mit dem Spin, naja, Podcasts sind eigentlich eine totale Totgeburt, durch die Evolution abgelöst und YouTube ist das neue Ding. Ich halte das für einigermaßen unsinnig, weil es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Konzepte. YouTube lebt im Wesentlichen davon, dass man sehr destillierte 6 bis 7 Minuten Clips hat, wohingegen Podcasts gerne mal 2 oder auch 4 Stunden dauern. Das ist, einer hat Video, das andere ist nur auf Audio, dafür viel transportabler, wir kommen gleich dazu. Wir machen ja auch kein Kino oder wir machen jetzt irgendwie keine Tageszeitung. Also es sind zwei völlig unterschiedliche autonome Medienformen, die völlig ihre Berechtigung haben und dieses Benchmarking zwischen denen ist nicht wirklich hilfreich.
Wo aber ein Vergleich zwischen YouTube und Podcast Sinn macht oder wo er ein bisschen angebrachter ist, ist was ganz anderes, nämlich Aspekte, die sowohl YouTube als Erfolgsrezept als auch Podcast eigentlich in die DNA eingeschrieben sind. Und da kann man sich dann mal verschiedene Begriffe anschauen, die ja immer wieder auch auftauchen und die man sich immer mal wieder vor Augen führen sollte. Das eine ist sicherlich die Zeitsouveränität, also ich kann hören, wann immer ich will und ich kann in Längen hören, die ich will und ich kann später wieder weiterhören. Dann haben wir die Ortssouveränität, das heißt, ich kann hören, wo ich will, sei es nun auf der Couch, sei es beim Bügeln, sei es, während ich joggen gehe oder die Kinder abhole oder einen Zug fahre. Und ich habe dann noch die Themensouveränität. Ich kann mir von jedem Podcast, also beziehungsweise ich kann mir nicht nur einen Podcast aussuchen, der mir etwas bietet zu einem Thema, was mich interessiert. Ich kann auch noch mir Folgen aussuchen innerhalb eines Universums, die dazu passen. Und wenn Kapitelmarken schön säuberlich gesetzt wurden, kann ich auch noch skippen, wohin ich will. Wenn man das jetzt ein bisschen weiter spinnt, kann man sich überlegen, dass mal Suchqueries möglich werden, wo dann mit Speech Recognition, Suchmaschinenkopplung und allem Möglichen man sich selber seine individuelle Folge zusammenstellen kann, die alles enthält, zum Beispiel zu einem Thema X, wo auch noch ein, sagen wir mal, Mediziner dabei ist. Und dann bekomme ich eben aus einem Podcast, die sich dort über diese Query dann eben angebunden werden, ein schönes Ergebnis, das zu mir passt. Und wir haben jetzt den tollen Vorschlag, dass wir diese Sachen, diese drei Souveränitäten mal unter einem Dach vereinen, nämlich der Rezeptionssouveränität. Und da kommen wir dann dahin, dass YouTube so erfolgreich ist, weil es eben diese Rezeptionssouveränität schon fast vollständig umsetzt, beziehungsweise umsetzt. Und wenn man sich dann überlegt, dass Podcasts, die ja kein Videoformat sind, dann vielleicht nicht nur den Nachteil haben, dass sie kein Video haben, sondern auch den Vorteil, dass sie dadurch noch wesentlich flexibler sind, dann muss man doch sagen, haben wir eigentlich schon einen ganz schönen Zukunftscheck. Wir sind da nämlich eigentlich schon der Zukunft voraus. Hören, wann immer man will, wo immer man will und nach Möglichkeit in den Zusammenstellungen, die man will. Was hat diese Rezeptionssouveränität jetzt für Konsequenzen auf das klassische Mediensystem? Und da können wir, glaube ich, ganz unemotional feststellen, Dinge sterben, ja, oder verlieren an Bedeutung. Ihr kennt das hier vielleicht, man kann unten dazu das entsprechende T-Shirt kaufen. Das ist eine Technologie, die so von der Optik her noch jeder zusammenbekommt. Trotzdem, die jüngere Generation bringt das hier nicht mehr so wirklich zusammen. Ja? Was ist die Verbindung zwischen diesen beiden Objekten? Das weiß man halt nur, wenn man mal eine Kassette wirklich aufrollen musste entsprechend, die verdrisselt war. Und genauso wie die Jugend jetzt also staunend vor einer Kassette steht, steht sie jetzt schon vor dem, was ihnen das klassische Radio eigentlich bietet. Ja, was wir hier sehen, ist mal so eine Radiotaktung, wo eine Stunde abgetragen ist, komplett durchformatisiert. Wann sind also Nachrichten, wann sind welche Werbeblöcke, wann wird Musik gespielt und das wiederholt sich Stunde um Stunde um Stunde und das Ganze 24 Stunden am Tag. Wir nennen das Ganze Format Radio. Und damit kann heutzutage eigentlich niemand mehr ernsthaft etwas anfangen. Die Frage ist, naja, hat das Ganze vielleicht auch Vorteile? Ich habe mich da vorgestern mit einem Kollegen drüber unterhalten und der warf ein, naja, wenn wir das jetzt alles völlig granular und völlig on demand machen und nicht mehr irgendwelche Spielpläne haben, wird das Ganze doch auch unübersichtlich. Und er hat das dann verglichen. Hier sehen wir jetzt mal so eine Taktung von einem Fernsehprogramm, wo man sich jetzt also seine Sendung aussuchen kann. Er hat das verglichen mit dem Besuch in einem Restaurant und hat gesagt, ich möchte doch auch im Restaurant nicht irgendwie eine totale Beliebigkeit von Gerichten haben, sondern ich möchte doch, dass der Koch seine Spezialitäten auf eine Menükarte setzt und zwischen der kann ich dann selbstbestimmt auswählen. Und meine direkte Entgegnung war, und ich glaube, die ist richtig, ja, sehr schönes Beispiel, nur leben wir jetzt in 2015 in der Situation, dass du zum einen 3 Tage warten musst, bis dein Gericht kommt, weil erst dann läuft die Sendung. Zum anderen ist es so, dass wenn du da keine Zeit hast im Restaurant, sondern weil du irgendwas anderes vorhast, bekommst du das Essen gar nicht und es verschwindet auch von der Karte und du kannst es nie wieder essen. Ja, das ist also der Status quo, wie wir ihn derzeit in den klassischen Medien haben. Die Menschen wollen nicht warten, bis Game of Thrones auf Deutsch erscheint. Sie wollen das nicht in wochenweisen Häppchen sehen, bei dem man dann 2/3 des Casts wieder vergessen hat. Sie wollen das Ganze als Bulk-Viewing haben, an einem Wochenende durchziehen. Das ist genau das, was Netflix jetzt anbietet und warum es so erfolgreich ist. Und genau diesen Mechanismus, dass Menschen sich mittlerweile an Rezeptionssouveränität gewohnt haben, das wird man nicht mehr zurückdrehen können. Ja, das bekommt man aus den Leuten nicht mehr raus. Und das wird entsprechende Konsequenzen haben. Das heißt, wir würden definieren,
Rezeptionssouveränität ist gleich Zukunftsfähigkeit. Und wer dort nicht unterwegs ist, bekommt dann doch ein Problem. Und von daher läuft das Ganze auf unsere nächste Prognose hinaus. Radiostationen werden zu Podcast-Hubs oder sie werden gar nicht sein. Und wenn wir jetzt über Rezeptionssouveränität gesprochen haben, kommen wir eigentlich noch zu einem nächsten Punkt, der elementar sein wird, nämlich, um mal auf die Laber-Podcasts zurückzukommen, die Themenvielfalt. Müssen aber zu Recht, finde ich, auch sagen, selbst im Radio findet man kaum noch wirklich gut komponierte, konstruierte Beiträge. Auch da ist die Formatvielfalt eigentlich de facto zurückgegangen. Ja, dieser Spruch, wir haben die Radio-Uhr schon gesehen, aber auch der Spruch, die besten Hits der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er, bald vielleicht noch 2020er und auch noch das von heute, das steht dafür eigentlich ziemlich symptomatisch. Und wie gesagt schon, die konstruierten Beiträge sind auch da eher kleine Perlen, die man schon suchen muss. Wenn also der Vorwurf ein bisschen in Richtung der Podcast geht, dass sie zu wenig Formatvielfalt haben und dass man sich weg vom Format bewegen muss, alle sitzen um einen Tisch, trinken Bier und haben Mikrofon in der Mitte stehen, das mag ja gar nicht so falsch sein. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht diesen Vorwurf total weg vom Tisch wischen, aber er ist ein bisschen harsch vorgebracht und dadurch ein bisschen wenig anschlussfähig. Was auch ein bisschen dazu führt, dass die vorgebrachte Formatvielfalt der USA, wo häufig auf Serial jetzt verwiesen wird, was übrigens wirklich schön zu hören ist, wer es noch nicht getan haben sollte. Nach dieser Liste, also wenn man sich mal die ersten paar anguckt, mag das sein, dass das alles komponierte, geschriebene Shows sind, aber auch danach sieht man häufig Laber-Podcasts. Es muss also so sein, das Versprechen, was wir eigentlich als Podcaster abgegeben haben, dass wir total kreativ sind, dass wir für neue Formate sorgen, dass wir abseits von Reglementationen und von Strukturen produzieren können und Ideen haben können, das haben wir einfach nicht eingelöst. Das muss man, glaube ich, wirklich so sehen. Das löst aber auch das Radio nicht ein. Und es wäre jetzt dann vielleicht doch einfach mal so, dass man sagen muss, es gibt das Potenzial, aber momentan hinken wir der Zukunft hinterher und wir hinken auch noch der Vergangenheit hinterher, weil es gibt viel Schönes, was früher passiert ist und was man sich vielleicht mal wieder zum Vorbild nehmen könnte. Und dann muss man eigentlich dazu kommen, dass Podcasts das nicht eingelöst haben, aber tolle Möglichkeiten haben. Sie können auf der einen Seite aus der Vergangenheit viel lernen und mit ihrer Zukunft experimentieren. Und in dieser Zukunft haben dann Laber-Podcasts, die ich übrigens gerne höre und produziere, genauso einen Platz, wie es komponierte Podcasts haben. Und das Schöne ist, dazwischen ist noch so unglaublich viel Platz, da kann sich jeder einsortieren. Und all das möchten wir doch irgendeiner Zukunft haben. So, jetzt haben wir viel gefordert und proklamiert. Wie es sich aber heutzutage gehört, muss man jetzt auch liefern. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Das heißt also, wenn jetzt hier wahnsinnig viel Platz ist, was für Formate könnten sich denn da so reingeben? Wir haben einen kleinen Bühnentrick vorbereitet. Während sich jetzt also Claudia umzieht, könnt ihr schon mal raten, wie der Podcast heißen wird, den wir jetzt gleich hier vorstellen. Bekommen haben wollen von irgendwem von euch. Das wird nämlich sein im Auge des Shitstorms. Ja, wenn wir mal auf Twitter gucken und in sonstige Kleinigkeiten, die dort im Internet rumhantieren, wir haben da jeden Tag einen schönen Shitstorm, aus dem man eigentlich einen wunderbaren Podcast machen könnte, in dem man berichtet, wer kommt von rechts mit Argumenten, wer kommt von links mit Argumenten, wer hat vielleicht gar keine Argumente und mischt sich trotzdem ein. Und am Ende hat man dann eine wunderschöne Timeline der Sachen, die passiert sind, kann das ganz toll nachvollziehen, die Akteure bestimmen und vielleicht auch selber noch eine Rückkopplung geben, dass der Shitstorm vielleicht schneller, langsamer oder wie auch immer vorbeigeht. Ich will das haben. Ich stelle mir das total großartig vor. Ja? Ich leihe gerne die Sachen dafür aus. Jeder von uns hängt doch eher zuweilen bei Twitter und guckt an, wie sich das Ganze durchentwickelt und warum das nicht durchaus auch medientheoretisch live in einem Podcast begleiten und gucken, wie sich das rückkoppelt. Die zweite Idee geht genau in die andere Richtung, nämlich Versöhnung. Wo gibt es denn heutzutage noch Versöhnung? Ich bin ja eher so der harsche Typ und Ralf der Versöhnliche. Ja, ich fürchte. Es gibt wenige Dinge und wenn ich mir so meine Timeline angucke, bin ich da nicht der Einzige, den etwas so sehr stört wie die Talkshows im deutschen Fernsehen und die Art und Weise, wie dort diskutiert wird. Es werden eben vom Konstruktionsprinzip her nur Gegensätze aufgebaut. Es geht in keiner Weise darum, irgendein Thema jetzt mal wirklich einem Kompromiss oder irgendeinem Ziel zuzuführen, sondern es geht eigentlich letztendlich nur um Krawall mit der dahinterliegenden Annahme, dass das Ganze mehr Einschaltquote wird. Gut, Einschaltquote spielt bei uns keine Rolle, von daher wären wir da also relativ frei. Die Spielregeln dieser
Talkshows sind hinlänglich bekannt, was dazu führt, dass letztendlich jeder der Kombattanten eigentlich nur noch seine vorgefertigten Statements abliest, auf die richtige Stelle wartet, wann er die abballern kann, um entsprechend maximalen Impact zu verzeichnen. Jetzt muss man allerdings gerechterweise sagen, ja, das ist irgendwie bei Jauch im Fernsehen so, aber da können wir uns natürlich an die eigene Nase fassen. Bei uns im Internet ist es natürlich um keinen Deut besser. Ja, das heißt also, auch dort haben wir eben, der Ton wird rauer, in den Blog-Kommentaren, in den Twitter-Kommentaren, hier auf der Republika ist es gefühlt seit 2-3 Jahren wirklich ein Thema, wie wir eigentlich zu einem zivilisierten Umgang miteinander kommen. Warum wir gerade im Internet damit ein großes Problem haben, kann uns die Kommunikationswissenschaft sagen. Da gibt es das Konstrukt der sogenannten Kanalreduktion. Das heißt also, je weniger Kanäle ich habe von einem anderen Menschen, beispielsweise Sprache oder Mimik, also nonverbale Kommunikation, desto eher ist diese Kommunikation zum Scheitern verurteilt und desto eher missverstehe ich etwas und die Sache eskaliert. Podcasts haben jetzt aber die glückliche Situation, dass sie eben über die Audiospur durchaus so etwas transportieren können. Das heißt, wie wäre es jetzt, wenn man bei einer komplett offenen Zeittaktung, das heißt, wir müssen ja eben eine Debatte auch nicht nach 40 Minuten abwürgen, ja, im Internet ist immer noch Platz. Ich stelle mir ein Podcast-Format vor, in dem man schaut, wer sind die beiden Hauptantagonisten einer aktuellen Internetdebatte, die jetzt also gerade irgendwo tobt, mit scheinbar komplett unversöhnlichen Positionen. Die beiden lädt man ein in einen Podcast und die erste Hälfte der Sendung, das kann, sagen wir mal, eine Stunde sein, machen die beiden nichts anderes, als sich über Gemeinsamkeiten zu verständigen. Das heißt, es geht eben nicht darum, dass jeder erstmal eine Extremposition bezieht, sondern man bemüht sich erstmal, wo sind wir uns eigentlich einig. Meine These ist, dass bei den ganzen Internet-People mindestens 90% Konsens eigentlich vorausgesetzt werden kann. Die wird aber nie irgendwo sichtbar, ja, weil es immer sofort auf Krawall geschaltet wird. Nach dieser ersten Hälfte dürfen sie dann durchaus diskutieren und sich dann in die Haare raufen, allerdings mit der Zielsetzung, am Ende so etwas wie eine Kompromissformel zu finden. Und das Ergebnis, was das Ganze dokumentiert, wäre ein Blogposting, auf dem sie gemeinsam verfasst, quasi den Stand ihrer Debatte protokollieren mit dem Ergebnis, meinetwegen dann auch mit den jeweils abweichenden Annotationen, wie man das beispielsweise im Jurabereich durchaus hat. Ich denke, so ein Format hätte durchaus Potenzial. Und an dieser Stelle möchte ich sogar etwas pathetisch werden. Ja? Wir schauen heutzutage einigermaßen verstört zurück in die Antike, wo es also der Gipfel der Unterhaltung war, dass in einer Arena sich gegenseitig Menschen abgeschlachtet haben. Und ich möchte, dass unsere Kinder in einer Welt groß werden, die auf diese Arena hier bei Jauch zurückschauen und genauso fassungslos sind, warum man sich dort nur angeschrien hat. Wir kommen damit eigentlich zu unserer Prognose. Podcasts werden versöhnen. Und da wir da noch nicht sind, hier ist ein offenes To-Do für euch. Wir können jetzt auch schon davon ausgehen, dass wir eigentlich mit so versöhnlichen Worten am Ende unseres Vortrags angekommen sind. Wie gesagt, ich bin ja für den harschen Teil zuständig, deswegen geht's weiter. Und wir kommen jetzt von diesem etwas abstrakten, theoretischen Diskurs, den wir geführt haben, noch zu einer konkreten Schleife in die wirklich sehr nahe Zukunft. Wir haben ja auch mit Brecht begonnen und zu dem gehen wir jetzt nochmal zurück. Und wir würden euch jetzt einfach mal, wie wir ja schon angedeutet haben, ans Herz legen, ihr habt ihn einfach die ganze Zeit falsch verstanden. Vielleicht ist es einfach gar nicht so, dass er und Enzensberger wollten, dass sich wirklich jeder vor ein Mikrofon setzen und stundenlang podcasten kann. Genau. Ich würde vielmehr mal die Frage stellen, was macht Senden eigentlich aus und was für unterschiedliche Facetten und Schattierungen kann Senden eigentlich haben? Es muss ja eben nicht immer vielleicht das lange elaborierte Kommentar unter der Folge sein. Wir selber sind da betroffen, das ist unser ehemaliger Podcast, Gott hab ihn selig. Diese Folge hatte, ich glaube, ungefähr 7000 Hörer und versammelt oben rechts, sehen Sie das, haben sich dazu 23 Kommentare. Das ist sehr symptomatisch für Podcasts. Das heißt also, Podcasts werden dann doch relativ viel gehört, vielleicht mehr gehört, als manche Blogs gelesen werden, aber proportional in einem völlig sonderbaren Verhältnis dazu die Kommentarkultur. Den Grund dafür haben wir heute schon gehört, nämlich die Ortssouveränität. Wenn ich meinen Podcast höre, ich beispielsweise viel auf dem Fahrrad, kann ich halt nicht vor Ort kommentieren. Und ich steige dann nicht an der Ampel ab, um irgendwie einen elaborierten Kommentar reinzutippen. Wenn ich zu Hause bin, habe ich schon längst wieder vergessen, was ich kommentieren wollte.
Vielleicht müssten wir zusehen, dass wir die Schwelle für qualifizierte Kommentare und für Feedbackschleifen einfach radikal nach unten ziehen. Ich habe mal hier, das kennt ihr von Buzzfeeds, das ist also unten drunter so dieser Quick-Poll-Bereich oder Schnell-Emo-Bereich. Vielleicht sind Podcasts das perfekte Mittel, um auf einer Timeline genau sowas loswerden zu können. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, da muss ich aber immer noch meinen Podcatcher rausholen. Naja, das Problem löst sich gerade vor unseren Augen in Wohlgefallen auf. Ja, das heißt also, es wäre doch ausgesprochen sinnvoll und unglaublich simpel, auf die iWatch und diverse andere Wearables-Geräte, mit denen wir in den nächsten 3 Jahren zugeschwemmt werden, jeder von uns wird das haben, eine entsprechende Oberfläche zu installieren, wo ich für den Podcast, den ich gerade höre, ebenso ein Quickpoll angeben kann. Wozu das Ganze? So sehen derzeit Podcasts aus. Ich möchte, dass Podcasts in Zukunft so aussehen. Das ist jetzt ein emotionaler Fingerabdruck dieser Podcast-Folge. Das heißt also, das sind einfach zusammengefasst die Tausenden von Hörern, die jeweils entlang der Zeitlinie ihre schnellen Emotionen reingegeben haben. Denn das Schöne, wenn ich den Podcast höre, durch das zeitversetzte Hören ist, ganz, ganz viele andere waren schon da. Das heißt, ich kann dann also schauen, wie verhalte ich mich jetzt beispielsweise dazu, dass hier in den ersten Minuten Krawall war und also ganz viel Nichtzustimmung war. Es hat sich aber ganz offensichtlich auch zu dieser Nichtzustimmung dahinter schon eine Alternativmeinung formiert. Ja, hier bei 10 und 11 in der Zeitmarke wurde es irgendwann sehr lustig, da gab es was zu lachen. Ja, ich kann also dann beispielsweise auch vorskippen, spiel mir die nächste lustige Stelle ab. Wohingegen in den letzten 10 Minuten, da haben die Leute alle abgeschaltet, da ist offensichtlich nicht mehr viel passiert. Ja, das wäre, fände ich, ein ausgesprochen charmantes System. Das, was wir auf jeden Fall auch sehr bald erleben werden, ist, dass wir es noch nicht mal mehr willentlich selber für uns entscheiden müssen, sondern das wird durch Automatismen völlig autonom erfolgen. Das heißt also, wir werden hier der Spiegel von dieser Woche Geräte haben, die eben einfach messen, wenn wir lachen, die einfach messen, wenn wir skeptisch sind, wenn wir Zustimmung haben, wenn wir Euphorie haben. Das heißt, wir werden noch nicht mal irgendwie ein Gerät antatschen müssen. All das wird sehr weit kommen. Man kann natürlich jetzt sagen, oh mein Gott, das will ich nicht, wie Janet Leigh hier im Psycho, aber ich bin der festen Überzeugung, es ist eine Erfindung, die nicht bestellt ist, aber sie wird kommen. Und dann komme natürlich wieder ich und sage, du sprachst von qualifizierten Kommentaren und schönen Diskursen mit solchen Buttons oder automatisierten Prozessen. Würde ich mir jetzt mal die Frage stellen, ob das so direkt möglich ist oder ob da nicht dann doch die Gedanken und die eigentlichen Inhalte sind, die erst den Diskurs herausholen und die man mit der Smartwatch und dem quantifizierten Self nicht abbilden kann. Tja, manchmal sind wir uns da nicht einig. Nichtsdestotrotz, unsere letzte These spiegelt das. Der Emotionsupload wird kommen. Und ich sage dann halt, die Frage ist letztendlich, wie man damit umgehen wird und was man dann noch an Hörerdiskursen ansonsten herausfordert. Das war's. Vielen Dank.